Ich hoffe, es geht dir gut, euch gut. Ja, heute machen wir mal wieder ein bisschen ASMR zum Entspannen, zum Einschlafen mit Talking. Genau. Falls ihr kein Talking mögt, könnt ihr auch sehr gerne auf meinem Kanal weiter suchen nach No-Talking-Videos. Dort habe ich ganz viel No-Talking. Eine extra Playlist mit, ich glaube, fast 400 No-Talking-Videos. Also da ist dann bestimmt auch was für euch da mit dabei. Aber an alle, die hier bleiben, jo, herzlich willkommen. Bevor wir starten, habe ich eine Frage an euch. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, wie viel Uhr es gerade bei euch ist. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Also die Uhrzeit. Vielleicht seht ihr das Video ja gerade, wo ich es veröffentlicht habe. Vielleicht seht ihr das Video eine Stunde später, eine Woche später, keine Ahnung. Schreibt mir aber mal sehr gerne die Uhrzeit, die ihr gerade habt, in die Kommentare, weil das würde mich mal interessieren. Ja, wann meine Zuschauer, beziehungsweise ja, wann ihr meine Videos schaut. Weil ich persönlich, wenn ich ASMR schaue, ist das meistens, ja, manchmal tagsüber, abends und halt natürlich zum Einschlafen. Genau, naja, so. Wir starten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz viel Entspannung. Wir starten mal ganz, ja, basically mit einem Schwamm. Ich hoffe, by the way, dass es euch allen gut geht. Ja, mir geht es soweit gut. Oder, beziehungsweise mir geht es soweit ganz gut. Ja, ich freue mich. So langsam beginnt endlich so der Herbst. Ja, ich bin excited. Auch schon in den 1-Euro-Läden auch schon Herbstdekoration, Halloween-Dekoration und ja, ich muss wieder shoppen gehen, beziehungsweise ich habe sogar eine Bestellung gerade noch offen. Ich habe wieder ein paar neue Sachen bestellt. Dort werde ich natürlich dann auch wieder ein Unboxing, oder ich werde wieder ein Unboxing drehen, wenn die Sachen angekommen sind. Genau. Ich denke mal so in den nächsten 1-2 Wochen, ja, kommt wieder ein Unboxing. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und dann überlege ich mir noch, wie ich das dann alles mache. Ja. Weil ich wollte es ja natürlich auch wieder herbstlich gestalten, alles. Bis jetzt habe ich noch nicht so die Ideen. Mal gucken. Schwamm ist leider schon ein bisschen kaputt. Ja, der ist hier schon ein bisschen gerissen von innen, aber
Passend zu den neuen schwarzen Handschuhen machen wir jetzt nochmal ein paar Löffelsounds. Viele mögen Löffelsounds nicht. Falls ihr keinen Bock auf die habt, könnt ihr auch weiterspulen. Ich habe unten auch wieder die Timesteps reingesetzt, wie immer. Sekunde oder die Minute bis zur nächsten Minute, und wenn das Video dann ein bisschen länger dauert, ist das halt schon ein bisschen nervig, aber an sich ist es einfach, ich liebe es. So, man kann alles oder man kann durchscrollen, man kann gucken, welchen Part schaut man gerne, welchen nicht, und dann kann man das überspringen. Und ich finde das voll schade, wenn vor allem andere ASMR-Creator das so gar nicht nutzen. Weihnachten
ist er jetzt auch schon langsam im, oder, naja, wie sagt man, im Vormarsch. Und das ist ja auch so eine Tradition hier in den letzten 2 Jahren gewesen, immer an Halloween am 31. Oktober und an Heiligabend ein Special-Video hochzuladen. Ein Halloween-Christmas ASMR-Special. Und das wollte ich ja dieses Jahr auch wieder machen. Und ja, dafür bin ich jetzt schon ein bisschen am Plan. Ich muss mal gucken. Ich wollte mich aber auf jeden Fall auch nochmal bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank für euren ganzen Support tagtäglich. Egal, ob es, sag ich mal, jetzt ist, wenn ihr die Videos schaut oder nur ein Kommentar oder Daumen nach oben. Feedback. Wirklich, Leute, vielen, vielen Dank. Das ist immer sehr, sehr schön, auch die Rückmeldung so, ja, zurückzubekommen. Und ja, dass euch die Videos so gefallen, das freut mich sehr, weil ich habe auch riesen, riesen Spaß daran, die Videos zu drehen. Und ja, Dankeschön. Ja, mal schauen. Mal schauen, wo das alles hier noch hinführt. Ja, ich muss mal gucken, wie gesagt, ich ein 4K-Special. Ich hatte halt bei den 2K und 3K auch kein Special gemacht. Nicht, weil ich nicht wollte oder so, aber ich wusste halt nicht was. Ich hatte es überlegt, 30 Trigger in 30 Minuten. Aber es ist auch langweilig. Es soll ja ein Special sein. Und nicht irgendwie was, was jetzt irgendwie jeder macht. So, wisst ihr. Apropos Special. An dieser Stelle muss ich jetzt leider auch noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Und zwar schaut doch mal sehr, sehr gerne hier, ich werde euch den Namen mal einblenden, auf meinem Instagram vorbei. Ich habe wieder ein ja, Instagram-Kanal für meine ASMR-Videos. Falls ihr mich dort auch kostenlos supporten möchtet, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den Link auch in die Infobox machen werde, weil beim letzten Mal gab es da ein bisschen Probleme. Der Link hat irgendwie nie funktioniert. Deswegen schaut am besten einfach mal nach. Ich heiße dort genauso wie hier auf YouTube. Und ja, dann der erste Name ohne das ASMR ist mein privater Account auf Instagram. Also ich habe zwei Accounts. Das könnt ihr aber auch auf meinem ASMR-Kanal in der Bio ist mein privater Kanal auch nochmal markiert. Dort lade ich halt auch immer so, ja, Naturfotos und so hoch, falls ihr Bock habt, mich dort zu unterstützen oder dort den ASMR und Naturcontent zu, ja, wie sagt man, zu sehen, zu mitzubekommen, dann lasst gerne ein Abo da. By the way, meine anderen zwei YouTube-Kanäle sind auch nochmal unten verlinkt. Also hier von YouTube, genau. Zwei Insta-Kanäle und noch zwei weitere YouTube-Kanäle hier. Also ihr seht, ich habe einiges zu tun, aber ich mache es total gerne. Weiter machen wir, by the way, mit diesem Concealer. ASMR machen. Auch mal vielleicht wieder bei TikTok mit Lo-Fi Live gehen, habe ich auch mal wieder richtig Bock. Ich war ja jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Monate nicht mehr auf TikTok Live. Einfach weil ja viel los war und ja, irgendwie habe ich es halt nicht mehr gefühlt. So wie damals und naja, irgendwie habe ich dann probiert.
ist halt auch so eine Sache. Ich liebe das. Und wenn ihr mal ganz runter scrollt bei meinem Kanal, mein allererstes YouTube-Video ist sogar ein Lo-Fi-Video. Also hat es damals hier auch mit Lo-Fi angefangen, sozusagen. Ganz cool. Letzten Trigger dachte ich mir, machen wir mal wieder ein bisschen Schaum. Schaum geht auch immer. Beziehungsweise gleichzeitig mache ich Schaum auch so selten. Ich habe Schaum damals eher den Livestreams gemacht. Ja, deswegen, ich habe diese Schaumdose, wann habe ich die gekauft? Das ist schon paar Monate her, Anfang des Jahres, Januar, Februar, März. Und die ist bestimmt bis hierhin immer noch voll. Also vielleicht so viel verwendet oder so, keine Ahnung. Naja. Ich habe Angst. Also bitte nicht wundern, meine Lieben.
Ich hoffe, ihr konntet alle schön entspannen und vielleicht seid ihr sogar eingeschlafen. Ja, ich überlege gerade, gibt es noch was, was ich euch erzählen könnte? Ich glaube nicht. Ich werde jetzt noch mal schnell ein Video für meine Kanalmitglieder drehen. By the way, das wollte ich noch ansprechen. Denn eigentlich war der Plan, dass ich jeden Mittwoch für meine Kanalmitgliedschaft, also jeden Mittwoch ein neues Video hochlade. Ich schaffe das aber leider zurzeit nicht. Deswegen wollte ich da nur noch mal das auch offiziell im Video gesagt haben, dass ich probiere, ja, so oft wie es geht, für die Kanalmitglieder ein Video hochzuladen. Aber zurzeit ist es halt wahrscheinlich eher dann, ja, dass es spontan bleibt. Ich habe ja schon einige Videos online, ich weiß gar nicht, bestimmt 10 oder 20 Stück. Und dann probiere ich halt so ein, zwei Videos im Monat dann noch irgendwie hinterherzubringen. Oder vielleicht mal mehr, mal weniger, kommt halt drauf an, wie es halt ist. Aber ja, dass ihr da Bescheid wisst. Die Kanalmitgliedschaft, falls ihr Interesse habt, könnt ihr unten in der Infobox abchecken. Dort sind, wie gesagt, auch meine zwei weiteren YouTube-Kanäle verlinkt. Mein Zweitkanal und mein dritter Kanal, das ist mein Nature Ambience Videokanal. Genau, falls ihr mich ja unterstützen wollt oder falls ihr halt mit der Kanalmitgliedschaft nochmal extra ASMR-Content haben wollt, den ich so nicht hochlade, dann checkt das mal sehr, sehr gerne aus. Ich denke mal, jetzt gleich werde ich ein Video mit den schwarzen Löffeln noch drehen. Eine Stunde oder so. Ein, zwei Stunden Löffel Brushing. Ja, falls ihr da Bock drauf habt, dann wie gesagt, checkt gerne die Kanalmitgliedschaft aus. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Sagt man das so? War das von meiner? Ihr wisst, was ich meine. Es ist schon spät, ich gehe gleich schlafen. Falls ihr neu seid, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, ist kostenlos. Und ja, über Feedback, Kommentare freue ich mich immer, das wisst ihr. Falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne was kommentieren. Und ansonsten, ja, Dankeschön für eure Zeit und Dankeschön für euren Support. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder.